Hey, ja, ihr Sternstuppen, willkommen zurück zu Infested Planet Planetary Campaign zur Fortsetzung dieses Spiels und damit zum nächsten Zug, wo wir mittlerweile, naja, wirklich mal nicht vorankommen, weil letztes Mal haben wir versucht, das anzugreifen, haben vier Nester zerstört, dann haben wir fünf aufgebaut. Also wir haben jetzt wieder 7 statt 6 und ja, sind damit kein Schritt weitergekommen im letzten Zug. Das ist jetzt für uns natürlich sehr ungünstig. Aber ja, wir müssen das jetzt so machen. Wir müssen versuchen, diesen Sektor trotzdem einzunehmen. Wir können nur den angreifen. Wir müssen ja da irgendwie hinkommen. Und das geht nur, wenn man hier angreift. Und deswegen würde ich sagen, ja, tun wir das auch, ne? Wir greifen nochmal den an und versuchen das hinzukriegen. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Das werden wir jetzt auch sehen müssen. Keine Ahnung, so wirklich. So, wir sind jetzt hier. Wir machen immer so. Und werden dann entsprechend den wechseln, wenn wir den brauchen. Den Guardsman wechseln wir. Und zwar sofort jetzt schon. Weg. So. Okay, jetzt kann ich den wieder wechseln auf den Guardsman. Okay. So. Gerade so mit allen dann. Bitte. Haben wir da oben? Okay. Was für ein Wechseln? Da ist er unten. So, und sofort wieder weiter vorrücken. So. Funktion. So. Ein Sektor, ein Punkt. Tower Spawner. BP, Mann 9. So, jetzt müssen wir. Dann müssen wir jetzt hier weiter. Wir können natürlich. Was können wir sonst machen? Ja, wir können einen weiteren nehmen. Das stimmt, wir können einen weiteren rufen. Das heißt, der führt dann nicht mehr ins Gewicht, wenn wir den verlieren. Was ist das denn jetzt für ein Mist? So. Gleich mal zur Hilfe eilen. Ich kann ja, wir können nicht überall gleich sein, das ist doch scheiße. Jetzt ist er da oben, na super. Den nehmen. So, und wieder da zurück. So, und
Das Dämli jetzt weg, was soll das denn wieder hier? Was gibt's da nicht? Ich stell mir weg, was ist das für eine Scheiße? Ach, wir kriegen nur einen kleinen, das kann nicht wahr sein. Wie macht man das? Das hilft mir nichts, wenn der den wegsnipt. Dann haben wir die Option, einen weiteren zu machen. Wo ist er denn da? So. Okay. Okay. Oh, immerhin 3 gekriegt damit, aber wir sind sehr gut vom Ende. Sie sind so gut wie am Ende. Wir haben nur 3 gekriegt. Mehr geht ja nicht, ne? Retreat. Das ist natürlich viel zu wenig, streng genommen, aber wir konnten nichts anderes machen. Wir haben 3 Halbs zerstört. Mehr konnte man nicht tun. Ich kann jetzt überlegen, ob ich noch mit denen angreifen will. Erlüft. Ja, ich probiere es nochmal, mit denen anzugreifen. Komm her, das haben wir ja. So. Wir haben 13. Die greifen direkt an. Haben nur keine Ahnung, die sind. Da sind sie. So. Okay. Tower Spawner. Das läuft auch nicht so gut hier. Klar, wir müssen immer da uns drum kümmern.
Also den Scott brauchen wir nicht mehr. Machen wir so ein. So. Wir nur ein Sektor bis dato, ey. Das nimmt doch lange an hier, zieht lange an, das Ganze. So. Und so weiter, ey. Okay, wieder wechseln. Recht. Wieder hin. Sicher den. Das hat man nicht, den zu sichern, das ist ja ärgerlich. Okay. Natürlich wurden die nächsten. Da hat einer, glaube ich. Können wir mal gucken, wie wir das am besten machen wollen. Life Support oder Life Support bauen oder lieber Engineering. So. Hier haben wir es erledigt. Ich bin so on, so. Ich mache das anders jetzt. Ich werde jetzt einfach von denen jetzt einnehmen. Hier den zum Beispiel kann ich auch benutzen. Okay. Okay. Ach du alle an der...
So. Mission One, das war's. Haben's geschafft? So, ernsthaft? Sector captured, Checkpoint gained, Technical gained. Das ist ja toll. Ja, haben den Sektor so geschafft. Ha! Das war jetzt zwar nicht so geplant, das war echt der letzte. Naja, dann haben wir den Sektor zumindest. Wenn wir starke Verluste erlitten haben, aber ja gut, ist jetzt egal. Wir können also den Rest aussetzen, das haben wir jetzt doch gemacht. Ja, aber habe ich so jetzt für mich verkalkuliert, nur fast sagen, aber egal, wir passen den Rest. Es gibt Rest of the Turn. Mutate. Based on past battles, aliens evolve a permanent mutation. Aliens permanently gain neurotoxins. Existing mutation deadly barrage is replaced. Deadly barrage war das hier. When a half dies, alien spit gains damage and range for 30 seconds. Normally, defensive tower spit poisons the marines and slowly drains their health. With this mutation, the towers also do immediate damage when they hit a target. Human structures are immune to poison, but this mutation will allow spit to damage them. Dann haben wir wieder das hier. When marines get poisoned, their movement is slowed. The more a marine is poisoned, the slower he becomes. It's possible to have a team almost frozen in place with this effect. Suggested counters reduce poison with shield projectors or secretane. Officers boost movement speed. Teleport jump gets you home quickly. Ja, so sieht's aus. So, jetzt greift User oben natürlich an. Aliens arrest. Aliens attack defenders for 1 to 5 damage. If the defenders are wiped out, the enemy may capture the sector next turn. Haben sie aber nicht geschafft. Und ja, wir haben den Sektor jetzt erobert. Wenn auch mit starken Verlusten, muss man leider festhalten. Aber. Naja, das Problem ist, ich habe für den nächsten Zug ja keine große Möglichkeit, was zu machen. Weil wir haben jetzt da. Das lassen wir gerade unbewacht. Das ist aber gut, wir können natürlich sie aufstocken. Dann haben wir auf 4 und da wieder 3. Aber ich kann wahrscheinlich nichts mehr anfangen. Weil ich. Ja, weil ich mal versuchen muss, die dahin zu bringen. Und dann kann ich mich den erst zurückziehen im Zug danach. Ja, das ist problematisch jetzt, aber naja, wir haben es jetzt geschafft. Mit dem Minigunner geht es ein bisschen besser, muss man sagen. Hat jetzt gut funktioniert. Und ja, haben daher wieder doch einen Sektor jetzt erobert, nachdem wir Probleme hatten. Da haben wir doch ordentlich zugeschlagen und ja, sind damit am Ende von dem Zug angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß daran. Denkt daher wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Ihr könnt mir, ja, falls ihr die Glocke nicht klicken könnt, könnt ihr mich abonnieren, falls ihr alles gefällt, was ich mache. Es gibt hier tausende Videos, die ihr gucken könnt. Darüber hinaus könnt ihr mir folgen auf Twitter und auf Facebook, um aktuell stand zu bleiben. Ihr könnt beitreten der Steam-Gruppe, um über meine Let's Plays zu diskutieren. Oder ihr kommt auf den Discord-Server zum Quatschen, zum Kennenlernen, zum Spaß haben, zum Mitspielen, Mitmachen, Mitgestalten. Dort erfahrt auch alles, was es Neues gibt und noch viel, viel mehr. Es ist alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.